Unsere Wirbelsäule ist doppelt S-förmig gebogen, damit wir das Gleichgewicht halten können. Sie besteht aus 24 beweglichen Wirbeln. Die Lendenwirbel sind die größten und kräftigsten Wirbel, die wir haben. Wenn wir eine gesunde Wirbelsäule haben, dann kann der Knochen an der Lendenwirbelsäule bis zu 6.000, 8.000 Newton aushalten. Das sind 600 bis 800 Kilogramm. Das heißt, die können ein Smart auf die Lendenwirbelsäule stellen und da geht noch nichts kaputt. Hans-Joachim Wilke ist immer wieder aufs Neue fasziniert von diesem komplizierten Gebilde aus Wirbeln, Bandscheiben, Bändern und Muskeln. Wie genau dieses Zusammenspiel funktioniert, erforscht er mit einem Wirbelsäulensimulator. Mit ihm lassen sich verschiedene Bewegungen und auch das Heben von Lasten simulieren. Dabei steigt der Druck in den Bandscheiben oft stark an. Wenn wir eine Kiste Bier heben, dann steigt der Druck an auf 23 Bar. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist der zehnfache Druck wie im Autoreifen, also enorm. Aber warum bekommt der eine einen Bandscheibenvorfall, obwohl er keine extremen Belastungen hat? Und andere können Höchstleistungen vollbringen, ohne dass etwas passiert. Im Prinzip müssen Sie davon ausgehen, dass das eine Veranlagung ist. Wir wissen, dass die Bandscheibendegeneration durch die Genetik, durch die genetische Prädisposition bestimmt wird. Das heißt, wenn Ihre Eltern viele Bandscheibenprobleme hatten und Bandscheibenvorfälle hatten, dann haben Sie wahrscheinlich ein höheres Risiko per se. Rückenschmerzen können viele Ursachen haben. Wenn es keine Warnzeichen wie zum Beispiel Lähmungen gibt, lehnt Markus Schiltenwolf es ab, sofort zu röntgen oder ein MRI zu machen. Er sagt, lieber erst einmal abwarten, ob der Schmerz mit Hilfe leichter Bewegung wieder von selbst verschwindet. Die Bilder hinterlassen mit dem, was man zufälligerweise auch findet, meistens Angst. Aha, da gibt es Verschleiß, von dem wussten wir noch gar nichts. Der Rücken sieht gar nicht gut aus. Das macht uns nicht freier im Umgang mit dem Rücken, sondern es macht uns eher ängstlicher. Findet der Arzt zum Beispiel eine degenerierte Bandscheibe, muss es also nicht die Ursache für die Schmerzen sein. Aber es ist oft der Anlass für Therapieversuche. Wenn ich sage, das ist die Ursache, das Bandscheibenleiden ist die Ursache, dann habe ich einen technischen Begriff gefunden für die Schmerzen. Und natürlich leben wir in einer Zeit, die sehr technikversessen ist. Wir suchen immer nach einer technischen Ursache, um dann vielleicht auch eine technische Lösung zu finden. Leider ist dies im Umgang mit Schmerzen oftmals nicht sehr erfolgversprechend.